Herzlich willkommen zu Silvia kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und kulinarisch sind wir in Niederösterreich unterwegs. Und da haben wir uns eine besonders fesche Köchin geschnappt. Sie heißt Lydia Madatan und betreibt die Wirtshauskuchel in Weistrach. Und heute hat sie sich folgende Rezepte für uns ausgedacht. Sie kocht heute für uns eine gratinierte Dinkel-Gemüse-Palatschinke mit Frischkäse und Kräuterdip. Und auch in Runde 2 bleiben wir bei der Palatschinke, aber es gibt gebackene Topfen Kirchl-Palatschinke. Freue mich riesig drauf. Willkommen, Lydia Madatana. Grüß dich. Hallo, Selva. Grüß dich. Servus. Ja. Schau, ich tue da meine Schummel zur Seite. Zweimal Palatschinken machen wir heute. Ja, Palatschinken aus einem guten Grund. Sie sind aus keinem Haushalt eigentlich wegzudenken. Mhm. Kinder, Frittatensuppen, yeah, essen wir, haben die immer gern. Ne? Und wir im Wirtshaus machen ja immer Palatschinken in größeren Mengen. Ja. Also nicht portionsorientiert, sondern wirklich, das ist halt dann so ein Stoß. Wie kommen wir uns da durch? Nein, also so. Es sind da mehrere Stöße natürlich, dass sie auskühlen, ja, können. Und ein Palatschinken ist halt eine sehr vielseitige Sache und man unterschätzt die ja oft. Und darum habe ich mir gedacht, wir machen es einmal heute auch vegetarisch gefüllt. Ja. Natürlich, ja, man kann auch die mit Fleisch auch füllen, mhm, das ist überhaupt kein Thema. Und einmal machen wir es süß. Dann legen wir einfach los. Du sagst, genau, mir was zum Tun. Das hast du aber ganz gut schon vorbereitet. Also, oder? Ich habe Palatschinken schon vorbereitet. Einfach aus dem Angrund, dass wir ein bisschen flotter sind. Zweitens können sie dann auch ein bisschen auskühlen. Die schauen aber schon sehr schön aus, muss ich sagen. Also, bei mir werden die nicht so dünn. Ich sage da, wie sie ist. Ja, das kommt aufs Gemachtel davon. Die sogenannte Profi-Palatschinke ist das. Bei mir ist die ungefähr fünfmal so dick. Also, Palatschinken sind ja, wo man Rezept aus dem Gefühl heraus hat. Man geht da nicht noch. Genau, eine Dosage, es kommt aufs Mehl drauf an. Man kann mal ein anderes Mehl verwenden als herkömmliche Weizenmehl, aha, eben wie ein Dinkel, wie wir, mhm, heute. Man kann ein bisschen Vollkornmehl dazu geben, mhm, und somit hat man herrliche Alternativen. Klingt schon mal gut. Gell? Also wir machen süß, die brauchen immer ein bisschen länger, okay, und vegetarisch. Ihr gesagt, wir fangen dafür mit dem Süßen an. Gerne, ein bisschen. Gerne. Du sagst, was gell? Zum Tun ist. Gell? Wir brauchen einmal Eier. Mhm. Was ist das? Eiweiß haben wir da, gell? Eiweiß haben wir da. Wie viel wird das sein? Wir haben einmal für den Überguss 2 Eidotter und für die Fülle haben wir 3 Eidotter. Und damit das nichts verschwendet wird, habe ich in den Palatschinken gebe ich das ganze Ei klar rein. Dann machen wir einen Schnee draus. Mhm. Einen Mixer vielleicht. Da habe ich meinen Barbie-Puppen-Mixer. Schau her. Was sagst du? Ja, schon. Bei dir kann ich den mit Freude ausführen, weil die männlichen Köche, die trümpfen da immer ein bisschen die Nase, wenn ich mit dem komme. Ich habe da einen Topfen, mhm, vom Bauern. Mhm. Also Topfen, Milchprodukte kriegt man heutzutage auch immer mehr, mhm, ab Hof. Mhm. Und man merkt ja, dass da die Qualität ganz was anderes ist. Also das ist wirklich cremiger, samtiger, weicher, voller und ganz authentisch im Geschmack. Mhm. Genau. Dann, das steht da zur Seite. Jawohl. Was brauchst du noch? Also da machen wir mal einen Schnee am Festen. Gebe ich jetzt schon Salz rein oder erst später? Nein, ich gebe da gar kein Salz rein. Dann lege ich los. Zucker. Ja, schon. Jawohl. Zucker dazu. Die andere Hälfte wieder mit rein. Das war jetzt Zucker. Man sagt immer, man soll einen Schnee nicht zu überschlagen. Ich habe da jetzt die Butter zerlassen, mhm, dass die. Gut, die kommt dazu. Die gehen einfach dazu, genau. Sipsi, das haben wir geschafft. So, Röhren. Dann geben wir da die. 3 Eidotter. 3 Eidotter dazu. Mhm. Haben wir noch irgendwas vergessen? Rosinen, Zitrone legt genau, man da. Genau, Rosinen und Zitrone rein wir ein bisschen rein. Gerne, schau her, da weiß ist nicht, die Reihe. Bist du Rosinen-Fan? Bin ein großer Rosinen-Fan. Meine Kinder mögen keine Rosinen. Was, wie kann man keine Rosinen mögen? Was ist die Ausrede von denen? Sie mögen es einfach nicht. Kann man das nicht mögen? Ich habe es noch nie hinterfragt. Na, das musst du fragen. Du musst fragen, warum. Sie mögen es einfach nicht. Gut, Zitrone, jawohl. Ah, ja, ja.
Da kommt ja was. So. Eine schöne Form haben wir da. Mhm. Habe ich nicht mehr gegessen bei der Chicken, weißt du? Ich weiß nicht, das ist sowas. Ja, mir ist es gewohnt, aber woanders sind sie oft seltsam. Ja. Seltsam? Seltsam. Wenn man es nicht kennt, seltsam. Ach so, seltsam, ja, ja. Mehr Zitrone? Gut, nein, lass mal. Schau her, so. Mal. Jawohl. So, dann heben wir den Schnee unter. Soll ich das machen? Ja, bitte. Ich hab da, glaube ich, so. Ich stöpfe mir noch einen Löffel. Ich glaub, da, warte, du hast im Wasserbad hast du Löffel. Genau. Warte mal, aber das hebe ich jetzt schon unter, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das heben wir jetzt unter. Mhm. Und ich brate dabei unsere Palatschinken auf. Hast du uns dein persönliches Palatschinken-Rezept dazu geliefert? Wie gesagt, Palatschinken machen wir immer aus dem Gefühl. Also wir machen zuerst ein bisschen einen dickeren Teig. Das ist keine Antwort. Wir brauchen das Rezept von das dir. Das Rezept? Nein, es gibt wirklich keins. Nein, das musst du und ich finde ein Rezept eng da ein. Nein, das Palatschinken-Rezept, das zwinge ich da ab. Ja, das funktioniert aber in der Praxis. Du musst mir es geben. Warum? Weil wir für sie alle Rezepte sammeln. Du musst es unseren Sehern geben. Es ist ja allein das Dinkelmehl oft schon dicker als wie die Milch. Hör doch auf zum Jammern. Ich brauche das Rezept von dir und zwar Teletext. Du hast mich noch nie jammern gehört. Teletext Seite 356, da wird es dann stehen, was sie die Lydia, was ich aus ihr herausgewunden habe. Außerdem auf extra.orf.at, dann haben wir es noch auf tv.orf.at/Silvia kocht und in der Nachlesen. Genau. Und da steht es dann drinnen und dann kommst du nicht mehr aus. Was genau. Schmierst du da jetzt drauf? Ich komme aus. Also schau, wir haben da ein tolles Kriecherl. Marmelade mitgenommen. Mhm. Also man kann so Palatschinken natürlich immer verfeinern mit Sachen, was man daheim hat oder noch im Kühlschrank hat. Also egal, ob es in dem Fall Kriechelmus ist oder Marmelade oder auch mit Erdbeeren, Himbeeren. Also der Sommer dann, der kommt, der bietet genügend Möglichkeiten, das in alle Richtungen zu verfeinern. Mhm. Und jetzt... Von wem hast du denn die mitgebracht? Von welchem Bauern? Von der Familie Hackl, ja, aus Adstetten. Aus Adstetten sind die? Adstetten, ja. Ist das dort, wo das Schloss ist? Ja, genau. Ah, super. Genau. Und was machen die? Die machen Liköre, Schnäpse, Mousse und Chutneys rund um die Kröchau. Super. Liebe Familie Hackl, herzlichen Dank. Und ich habe jetzt da einfach ein bisschen Geschmack reingegeben, dass das schön fruchtig wird. Warte mal, ich sehe aber auch, dass du da irgendeine spezielle Technik hast. Du hast zwei. Ich leg's hintereinander, genau. Dass man schön die Pfanne, weil es gerade so passt. Genau. Schau mal. Wow. Da bist du aber großzügig. Ich bin nämlich immer traurig, wenn die so dann nichts drinnen ist in der Palatschinke. Ja, weil es ja dann ein bisschen zusammenfliegt natürlich. Und durch das. Das zählt. So. Wir könnten schon das Rohr dann einschalten vielleicht. Ja. Auf wie viel hätten Sie es gerne? Machen wir 150 Grad. Heißluft? Ja. Also wir machen ja sowohl Heißluft als auch. Schau, wir könnten aber nur reinlegen. Ja. Machen wir nur. Zudem haben wir ja mehr Palatschinken. Okay, freilich. Schau her, die eine, die ist ein bisschen zerrissen. Stört uns das? Nein, stört uns nichts. Warte, aber zuerst die Marmelade. Nein, diese Palatschinken, das Rezept, das brauche ich. Ich glaube, da hat auch die Pfanne sehr viel geholfen. Und natürlich die Liebe beim Palatschinken. Ich glaube, das ist dein gutes Rezept. Mehr ist es nicht. Habt ihr Palatschinken auf der Karte sicher, oder? Ja, ja, also Frittatensuppen, eh klar. Und Palatschinken und nicht wegzudenken, Eispalatschinken. Mach gut. Die Klassiker. Gut. Schau her, so. Jawohl. Mhm. Haben wir gerade noch. Und dann, währenddessen, kannst du mir da einen Überguss vielleicht schon zusammenrühren. Brauchen wir da extra Schüssel zum Zusammenrühren? Ja, genau. Schüssel. Gerne. Die zwei Dotter und dann noch 4 Esslöffel. Zucker. So, warte mal, also was hast du gesagt? Schlagobers? Genau, den Schlagobers, das ist ein halber Liter. Alles? Ja. Okay, dann was nur dazu? Dann den Dotter. Zweimal Dotter? Genau.
Genau, mit Schneebesen rühren wir das dann glatt. Und 4 Esslöffel vom Zucker. 4 Esslöffel Zucker, das ist der Zucker, gell? Genau. Mhm. 4 Esslöffel Zucker. Wasserbad. So. Tue das ein bisschen weg. Mhm. 4 Esslöffel Zucker. 1, 2, 3. 4. Kommt das oben drauf dann? Genau. Warte mal, einen Schneebesen machen wir. Nein, hast du da Wasser drauf gegeben? Lütze, das hätte ich ja noch ausgekriegt nach der Sendung. Ich hab nicht aufgepasst. Ja, bist du wahnsinnig. Ei. Was dem, wenn ich beim Kochen bin, denkst du an nichts mehr. Merkst du manchmal sogar, also reagierst du manchmal sogar nicht, wenn die Leute ansprechen beim Kochen? Oder schon? Sie trauen sich mittlerweile oft nicht. Nein, aber man ist dazwischen oft konzentriert, ja. Konzentriert sich nur auf das und. Ja. Und keiner darf dich ansprechen, die Frau Mader. Nein, gar nicht, aber man hat einfach, wirst du selber aufpasst, viele Sachen im Kopf. Ich das beim Autofahren. Beim Autofahren bin ich so, da kennt der Prince von Wales an mir vorbeifahren und ich würde das nicht mitkriegen. Da habe ich einen totalen Unterblick, wirklich. Das ist eh weder Freund noch Feind. Kommt das da jetzt drauf? Genau. Jetzt gehen wir mal drüber, schauen wir, ob wir wirklich alles brauchen. Ich denke mir es gerade. Es schaut ein bisschen viel aus, ja. Ja, sag einmal. So? Ja, sonst lassen wir die Hälfte. So? Jawohl. Das heben wir aber auf, oder? Nachher ja, das machen wir noch ein paar Palatschinken, oder? Wenn nach der Sendung gibt es noch ein paar. Vielleicht können wir sie ja dazwischen noch mal draufgeben für später, weißt du. Wie lange gibt es das jetzt rein ins Rohr? Schauen wir mal, 50 Minuten. 50 Minuten? Ja, brauchst du gleich. 50 Minuten. 150 Grad Heißluft haben wir jetzt gehabt. Was noch? So, jetzt machen wir vegetarische Palatschinken. Und immer mit dem Gemüse, was man auch vielleicht im Kühlschrank gerade einmal hat oder so. In dem Fall werden wir Zwiebel, Karotten, ein bisschen an Spinat wäre noch super und Champignons haben wir auch feine. Champignons? Ja, genau. Wenn du mal mit dem Zwiebelchen schneidest. Also, ich nehme ein bisschen Olivenöl. Da schwitzen wir dann den Zwiebel an. Geben Champignons dazu. Knoblauch. Bist du eine Knoblauchschneiderin, Presserin? Ich bin beides. Was hättest du gern? Ich glaube, wir werden gerade schneiden, weil es nicht so viel ist. Ja, passt ja. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Soll ich dir die Knoblauch habe ich jetzt eine ziehen? Mehr? Weniger? Nein, reicht eine. Und die Karotten hättest du da gern oder die Schwammerl? Die darf man reiben. Knoblauch. Knoblauch, genau. Mhm. Also Zwiebel ist für mich sowieso ein totales Lieblingsgemüse von mir. Ja. Weil es einfach nirgends wegzudenken ist. Das ist richtig. Es ist ein bisschen unbeliebt manchmal wegen einem Blären, sagt man immer. Was? Also wegen einem Blären oder Blähen? Blären, wegen einem Weinen, weil man doch immer so. Aber was war die Wirtshausküche ohne Zwiebel, gell? Ohne ein paar Tränen, oder? Ja, naja, zu viel müssen Freudentränen. Schau, Champignons, da drüben haben wir sonst noch vorbereitet. Ach, ein paar. Ich habe ein paar gemischt zwischen Creme-Champignons und die hellen Champignons. Auch wenn vielleicht wer getrocknete Pilze noch vom Winter daheim hat oder so, kann man die da auch verwerten. Mhm. Das ist alles möglich. Lassen wir ihn ein bisschen eine Farbe nehmen. Ja, gerne, stell das da her. Jawohl. Was noch? Die Karotten, die reiben wir. Reiben, in so einer Reibe? Ja, genau. Und auf der Seite ist das in Ordnung? Genau, kann ruhig grob sein, weil feiner wird schneller durch, aber ein bisschen knackig ist es auch fein. Schau, siehst du, jetzt hat er schon ein bisschen eine Farbe. Dann können wir Champignons auch dazu geben. So, jetzt Achtung, das Fingerchen ist dann schon in Gefahr, leg es zur Seite, ja? Genau. Mehr oder recht? Nein, ich glaube, wir haben ja die Champignons auch. Schmeißen wir gleich dazu. Dann lassen wir das ordentlich Farbe nehmen. Ich habe noch ein paar geröstete Pinienkerne. Die geben auch ein bisschen eine gute Konsistenz hin. Man hat ja gerne oft was Knackiges noch drinnen oder andere Nüsse, was man hat.
weiß nicht, sicher ein paar gehackte Walnüsse dazu. Da kann man ruhig ein bisschen seiner Fantasie freien Lauf nehmen lassen in die Rezepte. Also, aber es ist auch so irgendwas, wo du sagst, okay, wir haben Palatschinken und jetzt schmeißen wir da rein, was noch im Kühlschrank über ist, oder? Ja, also wir haben ja unter der Woche ein Mittagsmenü. Mhm. Und da ist es oft so, dass du sagst, das und das habe ich zur Verfügung, ja, eine gefüllte Palatschinken, auch dann der Spargel, wie er jetzt dann wieder in seiner Pracht dann da ist oder so. Das passt halt dann einfach ganz gut, weil alles, was frisch ist, ist gut. Das ist richtig. Gell? Apropos frisch, ich habe einen Frischkäse mitgenommen. Genau. Ja. Wo hast du uns denn den hergenommen? Also der ist von der Familie Moser, mhm, aus Pörkstall. Aus Pörkstall. Der Hof heißt, glaube ich, Pemma im Pörkstall. Und Familie Moser ist schon richtig, weil das ist mindestens die zweite Generation, was ich weiß. Die Tochter hat vor kurzem geheiratet, hat dann den Hof jetzt übernommen. Und ich glaube, dass die Senioren werden auch noch im Betrieb sein. Aber momentan finden sie da so ihre Sparten, alles rund ums Thema Milch. Ich glaube, 55 Kühe haben sie. Also ganz, also ein Betrieb, wie es im Bilderbuch. Wie im Bilderbuch. Also liebe Grüße, auch nochmal Gratulation zur Hochzeit natürlich an der Stelle. Und viel Erfolg. Danke. Gut, so, den Spinat hackt man einmal durch. Mhm. Also, ich habe in dem Fall haben wir einen frischen bekommen. Man kann natürlich auch einen tiefkühlten, mhm, auftauen und dann gut ausdrucken und auch dazugeben. Okay. Liebes, gib ich da jetzt den Spinat schon dazu? Ja, kannst du schon dazugeben. Und dann nehmen wir sie ein paar Kräuter vielleicht noch für. Ja. Ich gebe alles rein, weil der Spinat fällt immer so zusammen. Ja? Passt. Was magst du denn für Kräuter? Schau, ich habe da ein paar Sachen im Angebot. Ein bisschen an Schnittlauch haben wir noch da vorne, vielleicht nehmen wir von den da unten. Den haben wir schon geschnitten? Ja, genau. Und nehmen wir von das, da unten noch ein bisschen. Das ist Steinpilz-Thymian. Steinpilz-Thymian. So, die Schwammerl ist sicher gut. Ups. Den schneiden wir dann auch klein, weil den heben wir dann einfach unter. Den da? Den hacken wir klein, die Kräuter. Und das mischen wir dann einfach drunter. Ich glaube, jetzt geht dann eh schön unter der Fülle. Okay. Dann hacke ich die Kräuter, ja, ein bisschen. Also, viele Sachen, die was ich ja koche, sind auch oft improvisiert, mhm, weil einfach tolle Lebensmittel, die kriegt man nicht einfach auf Bestellung, Rezept unbedingt, ne? Ja. Sondern die hat man jetzt da, weil man es auch vielleicht von wem gekriegt hat oder mitgenommen hat vor einem Bauernhof. Und dann ist es halt immer super, wenn man weiß, ah, das mache ich schon draus. Und den lasse ich da im Ganzen oder so in den Schüttel? Den kannst du einfach, genau, den werden wir einfach dann unterheben. Weiter, schau her, da hast du noch die Thymiangewürze. Genau. Ja, aber schau mal, wie schnell das ausschaut, die Farben, genau. Das ist doch echt traumhaft, also, oder? Und das ist halt auch ein tolles Gericht, was sich im Sommer dann natürlich auch weiterentwickelt. Ja. Wenn Paprikazeit ist, Tomatenzeit ist, das sind alles Sachen, die was man dann abwandeln kann, mhm, sozusagen. Gell? Rein? Genau, schmeißen wir rein. So, nur mal in Gedanken an die Familie Moser. Gell? Da, bitteschön. Gut, so, dann füllen wir die. Dann machen wir es gleich auf. Also das ist auch so der Klassiker für ein vegetarisches Menügericht bei uns. Sauber. Kommen vielleicht die nach vegetarischen Gerichten fragen? Wird immer mehr. Ja. Immer mehr und auch so, dass man wirklich sagt, da ist man, Gedanken. Genau. Also es macht keinen Sinn, heute zu sagen, das ist nur mehr eine Randerscheinung, wie es, mhm, früher oft war. Jetzt muss ich dir ein bisschen auf die Finger schauen. Und das ist halt natürlich jetzt auch so, wo ich sage, wenn man daheim Palatschinken macht und auch sich die so vorbereitet, mhm, und angenehm tiefkühlt, kann man die zum Beispiel in der Früh einfach dann mal rausgeben, mhm, und dann zum Mittag kurz ins Rohr reingeben und man hat fertig gekocht. Also schnelle Küche. Also genau. Gleich einmal ein paar mehr, genau, machen. Genau. So, ein bisschen Butter lassen wir da noch. Kommt das auch ins Rohr? Genau, das geben wir auch ins Rohr, ist irrsinnig praktisch dann natürlich. So. So, das ist unser Käse, gell? Genau. Was hast du denn da genommen für einen Käse? Da habe ich jetzt einen Gouda genommen, eher einen milderen Käse.
Aber wie gesagt, ein Emmental oder wenn sie würziger mag, ein Bergkäse. Ich glaube auch, wenn man es in die mediterrane Richtung mal gehen lassen möchte, mit einem Feta, mit Oliven. Also man tut wirklich gut daran, selber sich da weiterentwickeln zu entwickeln und wirklich rezeptfrei zu kochen. Jetzt hör auf, jetzt brauchen wir deine Rezepte. Das Ganze gleich abschminken. Aber da wissen Sie, in welcher privilegierten Situation Sie sind, wenn Sie von der Lydia Manner da und dann auch tatsächlich die Rezepte bekommen. So, das musst du aufschreiben. Meine Anregungen. Nein, aber weißt du, meine Oma hat auch ihre Rezepte nie weiter. Ich tue noch ein bisschen Käse drauf, gell? Du liebst Käse, ja? Habe ich schon. Ja. Super. Das schiebe ich dann auch jetzt ins Rohr. Zweites Rohr, wie viel Grad? Machen wir 160 Grad. Warte mal. Das muss halt noch 30 Minuten schon weit sein. Jupp, 160? Genau. Und geht schon. Super. 30 Minuten. Genau. Dann machen wir uns jetzt ganz kurz nochmal eine gemütliche Zeit und Sie sehen gleich, wie schnell die Zeit im Fernsehen vergehen kann. In der kurzen Zeit haben wir sauber gemacht und uns ein bisschen erfrischt, oder? Und jetzt sind die Balladschik fertig. Genau. Holen wir es raus? Du links, ich rechts? Jawohl. Jawohl. So, ich habe einmal die Pikanten. Und ich die Süßen. Schau her. Ja. Eins, zwei, drei. Ja. Magst du schnell sagen, was du gezaubert hast? Weil das ist ja dein Werk. So, unseres bitte. Ah. Wir haben heute Palatschinken auf zweierlei Art und Weise gekocht. Einmal pikant mit einer Gemüsefülle, mit Pinienkernen, Spinat, Champignons und einem Joghurt-Kräutertipp. Und die süße Variante war mit Topfen und Rosinen drinnen und einem guten Überguss. Und natürlich unsere Kröchelmarmelade, die wir drinnen eingestrichen haben. Was ist im Joghurt-Kräuter-Dip drinnen? Joghurt, Kräuter, Salz, ganz einfach und kompliziert. Perfekt. Ja dann, Lydia Madertaner, herzlichen Dank. Ich sag danke. Und das Palatschinken-Rezept haben wir ja auch noch entlocken können. Das finden Sie bei uns auf den Seiten 356 und extra.f.at und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt kosten wir. Ja. Zuerst salzig und dann süß. Genau. Ein bisschen knusprig. Gut. Das war eine Zaubersendung, oder? Da ist die Zeit wie im Flug vergangen. Manchmal muss man es jetzt helfen wissen. Ja. Gut. Warte. Ei. Mache bitte. Ganz gut. Die Kerne dazu. Ich habe schon richtig Hunger gehabt, weißt du? Das ist beim Kochen immer so. Kriegst du Hunger beim Kochen? Ja. Aber meistens habe ich zwingend Zeit zum Essen. Und jetzt noch die. Bist du zufrieden? Super gut. Das süße Glück. So. Mit Topfen, was haben wir? Topfen, Kröchelfülle? Ja. Bitte. Du zuerst. Ich hole ein bisschen was von der Kröchelmarmelade. Jam, jam, jam. Fein. So einfache Sachen so gut sein können. Ich habe jetzt schon sehr lange kein Palatschinken mehr gegessen, weißt du das? Aber sehr höchste Zeit. Mama mia. Kannst du mich nicht doch adoptieren? Ja. War so gut. Vielen Dank, Lydia. Gern. Niederösterreich kann stolz auf dich sein. Haben wir das mit der Ehrenbürgerschaft eigentlich schon erledigt beim letzten Mal? Nein. Aber ich glaube, in Weißbach geben sie mir auch nicht her. Schade. Liebe Grüße zu Ihnen nach Hause und Mahlzeit natürlich. Es ist das beste Leben, wenn du mit Freunden den Moment genießt. Schön.